Genau als ich den Schritt gemacht habe, kam natürlich ein Gegner. Ein Mietool. Wir werden diese Klebebombe, oder was das ist, mal benutzen. 2 CP, 4 Angriff. Wow, und sogar 2 Felder, da kann ich nach links bewegen, oder? Ja. Mit einem umgehauen, wow. Leider immer noch Level 1. Ja, Leute, wow, das war ein schneller Kampf. Ich muss ja wieder schütteln, oder was? Komm, es sollte jetzt auch schnell gehen, oder? Stattdessen könnt ihr ja nochmal die Bettelschütze ansehen, während ich ihn schüttel. Ihr könnt natürlich auch Wünsche schreiben, wenn ihr sagt, oh, benutzt doch mal den oder den Battleship, dann mache ich das gerne. Wenn ihr sagt, oh, schreibt, benutzt mal den Battleship oder den, natürlich muss man jetzt CP reichen, aber ihr könnt mir gerne sagen, wenn ich mal einen bestimmten Battleship benutzen soll. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Habt ihr jetzt alle gesehen, das könnt ihr mir schon sagen, oh, benutzt mal den Battleship oder so. Den würde ich gerne mal sehen. Dann mache ich das natürlich. Ich glaube, bei 50 Erfahrungen gibt es ein Level Up, oder erst bei 100. Wenn es bei 100 ist, dauert es noch ewig. So. Wollen wir mal ein bisschen Risiko machen? Komm, damit. Mit einem Schlag umgehauen. Wow, ja, Level 2. Ja, wir haben jetzt 4 CP, ja. Das heißt, wir können jetzt die Meteorien benutzen, ja. Jetzt wird's ernst. Aber dann können wir nur den Eimer benutzen, dann können wir noch den Buster benutzen. Die Meteorien, das ist cool. Was können wir noch benutzen? Wir können diesen Bildschirm benutzen, dann können wir den hier benutzen jetzt. Nicht schlecht. Ja, schlecht. Den hier können wir noch benutzen. Das Schwert hier können wir benutzen. Und hier das Schwert. Ich habe auch noch einen, wo Gutsman drauf ist. Wo man Gutsman eine Ballade. Die Artworks sind schon ziemlich hübsch drauf. Also wir können jetzt eine Menge Battleships mehr benutzen. Sehr cool finde. Wenn jetzt mein Gegner kommen würde, würde ich das auch cool finden. Theoretisch können wir jetzt auch Heilung. Also diesen hier kann ich benutzen. Heilung plus 80. Aber wir haben ja noch nicht 80 HP. Aber wie können wir jetzt Heilung plus 10 verwenden, wenn wir jetzt mehr als. Ich guck mal nach. Wenn wir mehr als. Wenn wir jetzt auf 1 HP down sind, können wir, glaube ich, Heilung plus 10 benutzen. Der funktioniert nur, wenn man, glaube ich, wie gesagt, maximal HP hat. Also höhere maximal HP als Heilung. Und das muss auch voll heilen, glaube ich. Sonst funktioniert das nicht. Das ist ein bisschen doof. Und wenn man halt die CP werden wir dann trotzdem verbraucht, das finde ich total doof. Also wenn ich zum Beispiel 10 HP habe und, okay, 9 sagen wir, 9 HP habe, und glaube ich noch 4 verloren habe und das benutzt, dann wird der CP abgezogen, wird aber nicht geheilt. Und wir sind doof. Ich hab jetzt mal einen Gegner. Also ich will einen Schnitt machen. Ja, ich mach einen Schnitt. Tut leid. Da sind wir wieder. Und wir haben einen Kampf gefunden. Wir werden jetzt die Meteorien benutzen. Boah, so gut. Schaut euch das an. Die Frau verbrauchen 4 CP, aber 5 Angriffe. Feuer und 5 Felder treffen die. Aber man kann die nicht bewegen, die 5 Felder. Umgehauen. Die Meteoriten sind sowas von cool. Richtig stark sind die. Ja, Leute. Guck mal, wie ein Schnitt, ne?